Das Krombacher Regenwaldprojekt. Gefährlich sehen sie ja aus, sind sie aber meistens nicht. Die Flachlandgorillas des afrikanischen Regenwaldes. Doch der Lebensraum dieser seltenen Tiere ist bedroht. Sie können helfen. Denn mit jedem verkauften Kasten Krombacher Pilz, alkoholfrei oder Radler, fließt eine Spende in die Regenwaldstiftung des WWF, um einen Quadratmeter Regenwald in Afrika nachhaltig zu schützen. Zum Beispiel durch die Unterstützung des WWF-Projektes der Gorilla-Forscherin Chloé Cipolletta. Mero ist 12. Er lebt im Dschungel des Sanga-Sanga-Gebietes. Seinen Namen hat der Flachlandgorilla von der Forscherin Chloé Cipolletta. Die Italienerin begleitet Mero und die anderen Flachlandgorillas Zentralafrikas seit vielen Jahren. Unermüdlich setzt sie sich für die Tiere ein, von denen es weltweit nur noch wenige Tausend gibt. Die Forscherin weiß, ein Fortbestand der so scheuen Flachlandgorillas ist nur in einem geschützten Regenwald möglich. Tja, und deshalb hoffen Chloé und der Gorilla Miro auf die Unterstützung des WWF. Jeder Quadratmeter Lebensraum, den wir mit dem Krombacher Regenwaldprojekt unter den Schutz des WWF stellen können, hilft. Wie viel wir bereits gemeinsam mit unseren Partnern erreicht haben, sehen Sie hier. Genießen Sie Ihr Krombacher, ich halte Sie auf dem Laufenden. Das Krombacher Regenwaldprojekt.